Hallo, hier wieder Christoph von DebDeck.de. Vor kurzem haben wir euch das Samsung Galaxy Tab 10.1 V gezeigt und natürlich auch getestet. Und heute haben wir aber etwas ganz Besonderes. Und zwar das Samsung Galaxy Tab 10.1, welches auf der Google Developer Konferenz ausgeteilt wurde. Das heißt, es gibt genau 5000 Stück von diesem Gerät. Und wir haben eins bekommen und möchten das jetzt auch gleich mal auspacken. Ich habe das noch nicht geöffnet. Und sehen wir mal, was in der Packung ist. Samsung Galaxy Tab 10.1 Videoplayer. Boah. Fühlt sich richtig gut an, aber zu dem später. Dann haben wir hier noch eine kleine Bedienungsanleitung, das Ladegerät, Datenkabel und auch das, also Kopfhörer. Ansonsten haben wir nichts in der Verpackung. Das heißt, es ist eigentlich genau gleich viel mitgeliefert als wie beim normalen Samsung Galaxy Tab, also beim 10.1 V, bei der Vodafone Edition. Und hier jetzt das Tablet. Es ist sehr flach. Wir haben hier die Limited Edition, welche weiß ist mit so kleinen Androiden auf der Rückseite. Und es sieht auch verdammt gut aus. Hier haben wir eine 3-Megapixel-Kamera mit LED-Flash auf der Rückseite. Ansonsten ist hier nichts. Hier haben wir auch noch einen Audioanschluss, lauter leise Taste, den On-Off-Button. Hier ist ein Lautsprecher. Hier ebenfalls einer. Und hier haben wir noch einen Dockanschluss. So, das war's dann auch schon. Mehr Anschlüsse hat es nicht. Hier haben wir auch noch auf der Vorderseite eine Kamera. Und das dürfte noch eine Status-LED sein. Ansonsten hat das Gerät hier 32 GB und hat auch ein 10 Zoll Display mit 1280x800 Bildpunkten. Und es hat auch einen Tegra 2 Prozessor, das heißt einen Dual-Core Prozessor und genauso einen Gigabyte Arbeitsspeicher wie jetzt auch das erste Galaxy Tab. Sehen wir uns das vielleicht einmal im Größenvergleich an, was ist hier der Unterschied? Okay, wir sehen hier, das Galaxy Tab 10.1 V ist etwas kompakter. Allerdings ist hier das neue wesentlich dünner und fühlt sich auch besser an. Zumindest jetzt ist mal das Plastik um. Ansonsten von der Rückseite sehen wir hier auch die zwei Geräte. Die normale Version wird eine schwarze Rückseite haben. Hier gefällt mir aber das Weiß eigentlich ganz gut. Was mir hier jetzt abgeht, ist der MicroSD-Steckplatz. Das sollte ja eigentlich eine MicroSD-Karte haben. Etwas verwirrend, denn eigentlich müsste das schon hier integriert sein. Hoffentlich ist es dann bei der normalen Version, sage ich mal, mit dabei. Na gut, vielleicht starten wir kurz das Tablet, schauen, ob das schon aufgeladen ist. Nein, doch, jetzt geht es. Fühlt sich sehr gut an. Hier auf der Unterseite haben wir übrigens noch ein Mikrofon. Und das war's dann. Kleine Boot-Animation. Sehr viele Sprachen dabei. So, und schon dürfte es funktionieren. Schalten wir jetzt einfach mal weiter.
Und hier ist es. Sieht eigentlich ganz gut aus. Performance ist ähnlich der des Galaxy Tab 10.1 V. Sehen wir noch Menü. Hier sind vorinstalliert Amazon Kindle, Amazon MP3. Ja, dann haben wir auch noch Quick Office, Weatherbug, also so ein Wetter-App, Samsung-Apps und Music Hub. Und ja, hier haben wir auch noch Puls, was ja auch schon auf dem Galaxy Tab 10.1 V vorinstalliert ist. Ansonsten haben wir hier nichts drauf. Können wir auch mal kurz in die Kamera gehen. Die scheint hier angepasst zu sein. Also hier haben wir schon einen anderen Auslöseknopf mit Autofokus. Denn hier können wir noch weitere Einstellungen machen. Weißabgleich, die Pixel. Kontrast bzw. Helligkeit, Auslöser, Aufnahmemodus, natürlich auf die vordere Kamera wechseln. Und ja, hier können wir noch auf Video umstellen. Na gut, das war's jetzt mal von dem ersten Unboxing des Samsung Galaxy Tab 10.1 und einer kleinen Tour. Den Testbericht werden wir in Kürze machen und wir werden es natürlich auch mit anderen Honeycomb Tablets vergleichen, beziehungsweise auch dem iPad 2, dann auch dem Acer Iconia Tab und mit noch weiteren. Ich sage schon danke fürs Zusehen, abonniert meinen YouTube-Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, ciao.